Emsdetten, Bremerhaven, 230 Kilometer. Normalerweise für den BMW iX ein Kinderspiel, doch heute scheint er nicht zu wollen. Wir sind kurz vor Bremerhaven, wir haben noch 4 Kilometer Restreichweite, jetzt regelt er uns die Leistung runter und wir müssen, obwohl es nur noch wenige Kilometer bis zum Ziel sind, runterfahren und nachladen. Das darf nicht wahr sein. Super, hier, oder? Also ich habe echt noch nie so eine murksige Anlage gesehen, muss man echt mal sagen. Wie soll man denn da zwischenkommen? Ehrlich, oder? Willst du da vernünftig eingeben? Du hast da keinen Platz, nix. Wenn der jetzt hier auch noch so ein bisschen weit drüber steht, weil der muss, wenn da an der nächste steht, hier kommst du aus dem Auto nicht raus. Ja, herzlichen Glückwunsch, Shell. Ganz großes Kino. Oder? Autohof Dusselland. Ne? Können wir noch mal sagen, oder André? Ja. Lass uns doch mal was sagen. So. Nachdem die Emotionen sich dann wieder eingefangen hatten, setzen wir unseren Ladevorgang fort. Ja, gießt den Ström. Wir haben uns mal wieder ins Auto zurückgezogen, damit wir nicht komplett durchgenässt werden. Also diese Lademöglichkeiten hier auf dem Shell Autohof in Bremerhaven, das ist schon echt Premium. Also die Anfahrschütze so eng geparkt, dass man also vielleicht mit dem Dacia Spring komfortabel sein Fahrzeug laden kann. Für Tesla und BMW ist es aber nahezu nicht geeignet. Ja gut, 12.18 Uhr geht ja auch nicht, weil wir eigentlich um 11 Uhr den Termin haben in Bremerhaven. Ja. Was ja geklappt hätte, wenn der Spaßvogel hier nicht so viel verbraucht hätte oder was auch immer sein Ding war. Auf jeden Fall, dass wir von Emsdetten bis Bremerhaven, ich weiß gar nicht genau, wie viele Kilometer das sind. 250 oder so. Dass wir da mit einer Ladung nicht hinkommen, das ist jetzt aber auch das erste Mal, oder? Also ich habe bis jetzt nur negative Erfahrungen. Die guten machst du immer ohne mich. Okay, vielleicht. Also von hier nach Hause sind 215 Kilometer. 215? Ja. Mit einer Ladefüllung. Ja, aber das ist genau mein Eindruck immer, wenn man halt schnell fährt mit 150, 160, dann sind das halt die Reichweiten. Das ist genau wie mit dem, ob es mit dem Bulli oder i3 oder i4 war. Sobald du halt nicht nur 120 hinterm LKW rechts fährst, dann passiert dir genau das immer. Da hast du so 200 bis höchstens 300 Kilometer. Und ich meine, 215 ist halt echt nichts. Ja, er zeigt jetzt hier bei 100% 260 Kilometer an. Wenn da nochmal 20% runtergehen, ist natürlich schon heavy, ne? Ja gut, das stimmt ja nie, was da steht. Das ist jetzt negativ. Nein, das sind einfach die Erfahrungen, die man damit gemacht hat. Okay. Der Tesla ist auch fertig. Ja. Ja, wir haben jetzt 20%, 52 Kilometer. Im Prinzip können wir jetzt auch erstmal wieder abstecken, damit wir zum Kunden kommen, oder? Ja, ja, macht ja Sinn. Sonst sind wir ja viel zu spät. Ja. Wollen wir ja auch nicht. Okay.
Die ist cool, die Kamera, oder? Ja. Jetzt haben wir gar nicht die Lademöglichkeit da im Werk gefilmt, aber war ja auch Film verboten. Stimmt. Cam, glaube ich, nicht so gut. Ja. Irgendwie ist das aber auch kein Elektroladewetter, oder? Nee. Das spielt auch noch rein. Doch wieder verkaufen? Sag mal, der Kunde hat es ja auch gesagt, dass das Quatsch ist. Ja. Gut, du musst ja damit fahren. Ist ja egal, ob das ein Kunde oder irgendwer ist, muss ja dir gefallen. Da gibt es aber auch McDonald's. Aber keine Ladung. Also, doch, das war der Shell. Nee, das ist der Shell. Ja, ja, das wäre ja der Autohof, der gerade auf dem Schild stand. Ach so, das ist der Shell. Hast du da McDonald's gesehen? Ja. Aber es ist weit weg von der Ladestation, oder? Nee. Was quasi hinter dem Tankstellengebäude ist, ja. Sollen wir da mal nochmal hinfahren oder wollen wir weiterfahren? Wir haben ja noch, sag ich mal, 60. Ja, da geht nichts. Okay. Da kommt nichts mehr an der Bahn. Der nächste, der an der Bahn ist, laut der Mobility Plus App, ist dann Jillpool. Ja, aber den haben wir ja gesehen, der ist ja gar nicht so weit. Ja, das ist 150 kW Adego. Das sind 40 Kilometer. Die hätten wir. Ja. Sollst du was essen? Nee. Muss da aber auch abfahren, ein Stück, ne? Das ist ja hier auch. Können wir nochmal da drauf gehen. Ganz schön windig. Ja. Ja, liebe Freunde der Elektromobilität, heute war ja ein Tag, der wirklich keine Freude gemacht hat. Zunächst sind wir von Emstetten nach Bremerhaven gefahren. Nach 205 Kilometer war der Akku so weit leer, dass wir wirklich keinen Kilometer mehr fahren konnten und ein 18 Kilometer entferntes Ziel definitiv nicht erreichen konnten. Was dann zur Folge hatte, dass wir unseren Geschäftstermin um knapp 30 Minuten verspätet erst wahrnehmen konnten. Nicht gut. Auf der Rückfahrt mussten wir dann auch sehr schnell wieder tanken, wobei beim Kunden die Möglichkeit bestand, zumindest mit 11 kW das Fahrzeug wieder aufzuladen. Wir haben dann die Rückreise angetreten, haben dann nochmal
bis 70% wieder aufgeladen und stehen jetzt so gut 78 Kilometer vorm Ziel und müssen schon wieder laden. Bei Ionity in den Dammerbergen. Allerdings waren hier bei Ankunft alle Ladeplätze belegt. Wir haben gut 15 Minuten warten müssen, bis ein Platz frei wurde und laden jetzt hier mit 145 kW. Nochmal wahrscheinlich ja, 20 Minuten, damit wir den Weg nach Hause dann ohne weitere Ladestopps antreten können. Also an einem stressigen Tag wäre das hier ganz schön schief gegangen. Aber als Elektromobilitätsfan ist man ja bereit, den ein oder anderen Nachteil auch noch in Kauf zu nehmen. Wir werden das beobachten, wir werden weiter berichten und wenn euch diese Berichte gefallen, dann macht einen Daumen hoch, lasst vielleicht sogar ein Abo da und wenn ihr eigene Berichte habt, die ihr teilen wollt, tretet gerne mit uns in Kontakt. Wir helfen euch dabei. Dankeschön.